Hallo meine Lieben, na, alles gut bei euch? Ja, heute gibt es seit langer Zeit mal wieder ein Kitchen Time Video von mir und wir backen heute meine momentanen liebsten Kekse. Also ich habe dieses Rezept vor ein paar Wochen gefunden und seitdem hat es die bei uns bestimmt schon 10 Mal gegeben. Es ist ein Rezept mit Dingen, die man eigentlich immer zu Hause hat, oder ich zumindest. Ich habe dieses Rezept ein bisschen abgeändert, ja. Also es sind eigentlich Schokokekse, aber ich mache da immer noch sehr gerne Walnüsse mit dazu. Einfach für diesen Crunchy-Effekt und weil ich Walnüsse einfach sehr, sehr gerne esse. Ihr könnt das Ganze jetzt aber auch andersrum machen. Also falls ihr jetzt keine Schokokekse mögt, lasst ihr die Schokodrops einfach weg und macht euch Walnusskekse. Also auch das schmeckt sehr gut. Heute habe ich Lust auf beides, auf Schoko und Walnuss. Also machen wir hier die Big Combination. Und ich würde euch jetzt einfach mal zeigen, was ich dafür verwende. Es sind wirklich die super leckersten, super einfachsten, die buttrigsten Kekse, die ich seit langer Zeit gegessen habe. Also absolutes Favoritenrezept von mir. Auch Schatzi isst diese Kekse sehr, sehr gerne. Im Kinderheim sind sie ganz toll angekommen. Bei den Soldaten von meinem Mann, da habe ich auch schon welche gebacken, sind sie auch sehr gut angekommen. Und von daher dachte ich mir, mache ich heute ein Kitchen Time Video mit euch, denn es ist ja auch schon eine ganze Weile her. Ja, entschuldigt hier bitte mein Auftreten, ja, schön mit Palme auf dem Kopf, nicht wirklich zurecht gemacht, aber ich bin momentan ein bisschen gehandicapt, da wird es auch noch ein extra Video zu geben, denn der Mudi hat sich den Knöchel verstaucht und ich kann nicht wirklich so, wie ich momentan möchte und deswegen habe ich heute ein bisschen... Ja, wie soll ich das sagen? Ich bin jetzt ein bisschen eingeschränkt, ja, aber ich habe einfach Lust auf Kekse und wollte mir jetzt was gönnen und dachte mir, ich mache ein Unter-der-Woche-Video von euch, für euch. Ja, aber zu allem anderen gibt es ein extra Video. Ich werde diese Woche noch einen Vlog abdrehen, einfach, dass ihr wisst, warum ich jetzt so aussehe, wie ich aussehe. Ne? Weil das ist ja alles andere als schick hier und nein, das ist jetzt nicht Fishing for Compliments, das ist einfach so, ja, also Haare, hübsch ist anders. Ja, ich fahre mir jetzt auch nicht durch die Haare, weil ganz wichtig, bei diesen Keksen ist jetzt nämlich erstmal saubere Hände. Wir müssen also den Teig kneten und das Ganze geht los mit 110 Gramm Butter. Ich schreibe euch natürlich alles nochmal in die Infobox. 110 Gramm Butter, die ich jetzt in der Mikrowelle schon ein bisschen, ja, vorgewärmt habe, dass sie so... So sieht es aus, ja, dass es also eine sehr weiche Butter ist und ich habe mir natürlich alles ganz brav aufgeschrieben, 65 Gramm Zucker und ein halbes Päckchen Vanillezucker habe ich auch noch hinzugefügt. Das ist jetzt neu, ja, normalerweise mache ich es nur mit normalem Zucker, aber heute habe ich auch noch ein halbes Päckchen Vanillezucker dazugegeben. So. Das ist jetzt hier in dieser Schüssel drin. Das müssen wir jetzt gleich mit einem Handrührgerät, müssen wir das Ganze cremig rühren. Ja? Mein Backofen, der ist jetzt hier am Vorheizen. Bei euch sind es 180 Grad Ober- und Unterhitze. Bei mir sind es 355 Fahrenheit. Aber auch das schreibe ich euch alles in die Infobox. Die Kekse müssen 20 bis 25 Minuten müssen sie backen, also je nachdem, das ist ja auch von Ofen zu Ofen, ist es unterschiedlich. Guckt einfach immer mal ein bisschen rein, wenn sie am Rand so eine richtig schöne braun-goldene Farbe haben, sind sie fertig. Gut, also, jetzt müssen wir das Ganze natürlich erst einmal aufschlagen, dann brauchen wir noch 170 Gramm Mehl, da nehme ich ganz normales Mehl, also kein Weizenmehl oder was es da sonst noch so alles gibt. Dann brauchen wir einen halben Löffel, einen halben Teelöffel Backpulver. Dann brauchen wir natürlich Schokodrops, ja, die habe ich hier bei mir in dieser Tupper-Schüssel drin. Da hatte ich das letzte Mal 100 Gramm, aber wie gesagt, wenn ihr das nicht möchtet, braucht ihr diese Schokodrops nicht. Ihr könnt in die Kekse auch gar nichts reinmachen, dann sind es einfach nur so mürbe Butterteigkekse. Schmecken auch sehr lecker.
Ob ihr da dann noch ein bisschen Zucker hinzufügen müsst, weiß ich gar nicht, weil durch die Schokolade, die ja da reinkommt, gibt es dann so eine extra Süße. Ne? Also ich glaube, da müsstet ihr dann wahrscheinlich noch ein bisschen Zucker extra dazugeben. So, und als letzte, vorletzte Zutat kommt jetzt noch Schlagsahne hinzu. 2 Esslöffel habe ich da das letzte Mal, oder nehme ich immer, ja. Und dann brauchen wir noch Walnüsse. Ja, da habe ich mir jetzt nie aufgeschrieben, wie viele ich da rein habe, wie viel Gramm. Also ich mache das immer so nach Augenmaß, je nachdem, wie viele Nüsse ihr eben in eurem Teig haben möchtet. Und ansonsten braucht ihr dann noch, kleinen Moment, ich muss mal rüberhumpeln. So. Ja, ansonsten braucht ihr noch ein Backblech und ich habe das schon ausgelegt mit Backpapier. Das Ganze wird dann nachher gerollt. Also die Kekse werden dann in kleine Kügelchen gerollt, ein bisschen flach gedrückt und das war's. Also glaubt mir, Schätzeleins, ja, wenn es die Mutti hinbekommt, bekommt ihr es 5-mal hin. Ihr wisst es, ich bin absolut keine Koryphäe in der Küche, deswegen gibt es bei mir ja auch immer nur ganz simple, einfache Rezepte, wenn überhaupt, ja. Und ja, dann würde ich sagen, geht es jetzt los. Ich nehme euch mit hier rüber, da drüben ist nämlich mein Mixgerät. Und dann verrühren wir das Ganze und dann zeige ich euch jetzt, wie es weitergeht. Backofen ist vorgeheizt. Perfektes Timing. Also, rüber geht's. So, hier haben wir jetzt also unsere Butter, unser Vanillezucker und den normalen Zucker. Und das Ganze rühren wir jetzt auf, bis es so eine cremige, bisschen schaumige Masse wird. Zwischendurch nehme ich immer mal so einen Teigschaber, gehe da einfach in die Schüssel rein, um hier die Butter und den Zucker vom Schüssel der Rand wegzunehmen, dass man da einfach alles an Masse hier in der Mitte hat und nicht hier an der kompletten Schüssel verteilt. Und dann nochmal rühren. So sieht das Ganze jetzt aus und jetzt fügen wir noch die restlichen Zutaten mit hinzu. Ich hole jetzt mal das Mehl. So, jetzt kommt noch ein Teelöffel Backpulver, kommt noch mit dazu. Ja, kann ich die Packung auch leer machen, ist gar nicht mehr viel drin. So, dann habe ich hier meine Waage. Jetzt brauchen wir 170 Gramm Mehl. Ja gut, vielleicht auch 174 Gramm Mehl. Dann brauchen wir jetzt noch die Schlagsahne. Da mache ich jetzt erstmal 2 Esslöffel. Und ich sage deshalb erstmal, weil es kann sein, je nachdem wie klumpig euer Teig nachher ist, dass ihr von der Schlagsahne noch ein bisschen dazugeben müsst. Ja, Waage kann weg und dann rühren wir das Ganze jetzt noch einmal durch. Wenn wir dann alles verrührt haben, dann nehmen wir natürlich noch diesen Teig, der hier in diesem Haken drin ist, noch mit. Wir wollen ja nichts verkommen lassen. Und am besten geht es hier eigentlich mit so einem Teigschaber. So.
Und das Beste am Keksebacken ist natürlich, dass man den Teig probieren darf, ne? So, jetzt geben wir unsere Schokotrops dazu. Und dann noch die Haselnüsse. Also ich nehme hier solche Haselnussstückchen und nicht gemahlen. Und das mache ich jetzt auch nach Augenmaß, so wie ich es gerne hätte. Das liegt eben auch an euch. Gut. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt müssen wir das Ganze mit sauberen Händen natürlich verkneten. Was auch sehr gut geht durch diese weiche Butter, die wir ja vorhin dazu gegeben haben und verrührt haben. Und jetzt verkneten wir das einfach alles miteinander, so dass ihr überall genug Schokostückchen und Nussstückchen habt. Ja, wenn ihr das Ganze jetzt miteinander verknetet habt, sieht es so aus. Oder bei mir sieht es auf jeden Fall so aus. Und jetzt nehmt ihr euch einfach kleine Teigstückchen und rollt die zu einem kleinen Bällchen. Ja, ungefähr diese Größe. Und dann ein bisschen flach drücken und dann auf euer Backblech mit dem ausgelegten Backpapier. Also ich würde die Kekse auch nicht allzu groß machen. Und wenn ihr die Kekse auf euer Backblech legt, guckt, dass ihr schön Abstand zwischendrin habt. Denn die Kekse werden ein bisschen auslaufen. Und ja, wäre ja dann blöd, wenn sie aneinander kleben und ihr dann keine Kekse, sondern einen Keks habt. Also schön Abstand dazwischen halten. Ja, und das macht ihr jetzt so lange, bis euer Teig aufgebraucht ist und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, also ich habe jetzt meine Kekse geformt. Es sind jetzt insgesamt 11 Stück geworden. Ich habe sie auch ein bisschen größer gemacht, da mein Mann nämlich größere Kekse lieber isst, wie so kleine Krümelchen, würde er jetzt sagen. Also insgesamt 11 Stück sind es geworden. Wenn ihr sie kleiner macht, bekommt ihr natürlich mehr. Mein Backofen ist jetzt vorgeheizt und jetzt gebe ich dieses Backblech in meinen Ofen. Für 20 bis 25 Minuten. Jetzt haben wir 14.15 Uhr. Ja, ich schaue dann zwischendurch immer mal wieder und wenn sie fertig sind, melde ich mich nochmal. So, meine Lieben, mittlerweile 23 Minuten später. Mein Haus riecht wie in einer Weihnachtsbäckerei. Der Duft ist fantastisch. Ich habe gerade eben schon mal geschaut und die Kekse sind fertig. Wir können sie jetzt also rausholen. Ich habe mir hier oben schon so einen kleinen, so ein Korkteil platziert, dass ich da jetzt auch dann gleich mein Backblech draufstellen kann. So. Und die Kekse sehen fantastisch aus. Ihr könnt erkennen, sie sind ein bisschen aufgegangen. Ja, also wie vorhin erwähnt, wäre es also besser, wenn ihr noch ein bisschen mehr Abstand, wie ich jetzt, ja, ein paar sind zusammengeklebt, aber das macht nichts. Also einfach noch ein bisschen mehr Abstand lassen. So, Backofen zu. Und wie gesagt, also es riecht bei mir wie in einer Weihnachtsbäckerei. Ich werde diese Kekse jetzt noch ein bisschen auskühlen lassen, aber ihr könnt euch sicher sein, dann werde ich zuschlagen und es sind dann mit Sicherheit dann auch gleich 3-4 Stück weg. Also super, super leckere Kekse, ja, super nussig, schokoladig, sehr butterig, haben einen leichten Crunch, aber vom Ding her sind sie doch sehr soft.
Wir lieben diese Kekse momentan. Würde mich freuen, wenn ihr die Kekse mal nachbackt. Ja, also ihr habt es ja gesehen, geht super einfach. Sie schmecken fantastisch. Und wenn ihr sie nachgebacken habt, dann lasst mir entweder ein Bild auf Instagram da oder schickt mir ein Bild an meine E-Mail-Adresse. Und dann werde ich mich jetzt auf die Couch schmeißen, werde meinen Fuß hochliften und in einem nächsten Video oder in dem nächsten Video von mir erzähle ich euch dann, was genau passiert ist. Ja, es wird Informationen nochmal zu den Treffen in Heidelberg, in Deutschland geben, generell Köln. Ja, weil zu Köln habe ich ja noch gar nichts dazu gesagt und zum Flughafen in Frankfurt wird es auch ein paar Informationen geben. Und ja, aber heute nicht mehr. Jetzt werde ich mich ein bisschen ausruhen und werde meinen Fuß schonen und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, backt die Kekse auf alle Fälle nach, egal ob mit Schoko oder ohne Walnüsse oder nur Walnüsse oder ohne alles. Sie schmecken fantastisch. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schmecken und ja, wünsche euch somit einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!